Ja, einen schönen guten Tag. Ich hätte ja heute gern die Sitzung selbst moderiert, aber das Lasup hat in seiner unendlichen Güte und Weisheit mir in der letzten Woche endlich die Termine für die mündlichen Staatsexamina gegeben und diese finden just am 10.06. statt, weshalb ich das Seminar heute nicht selbst moderieren kann und euch zeigen kann, wie ihr eure Audio- und Videofiles selber hostet. Ich würde mal vermuten, dass das Hosting bei YouTube unproblematisch ist. Deswegen würde ich euch heute gern nochmal die zwei Alternativen zeigen, mit denen ihr eure Audio-Files ins Netz bekommt und dann eine Variante zeigen, mit der ihr oder mit der wir im Seminar kuratierte Listen anfertigen werden, das heißt kuratierte Podcasts, und ich zeige euch auch, wie das genau funktioniert. Zunächst das erste noch einmal Castbox FM. Das hatte ich schon ganz kurz in der letzten Sitzung gezeigt. Castbox FM ist ein Dienst, mit dem ihr tatsächlich eure Audiofiles sehr unproblematisch ins Netz bekommt. Hier wäre es erst so, dass man einen Channel anlegen muss, also einen neuen Channel, und in dem Channel dann einzelne Episoden lädt. Noch einmal zur Erinnerung, was euch klar sein muss: das Maximum der Dateigröße darf 400 Megabyte nicht überschreiten, aber ihr könnt WAV-Files, MP3-Files, MP4-Files, also direkt aus Videos, und M4A-Videos, das sind Videos aus vor allem das ist ein gängiges Smartphone-Format, direkt bei Castbox laden und bekommt dann einen Link. Das zeige ich euch hier mal am Beispiel des Decamerone. Bekommt dann einen RSS-Feed, den ihr teilen könnt. Ja, also den ihr teilen könnt, den ihr benutzen könnt, um ihn in andere Dienste einzubetten. Das Weitere, was wichtig ist, was ihr wissen könnt: Ihr könnt auch mit dieser URL direkt auf euren Podcast bei Castbox verweisen. Zeige ich euch ganz kurz. Das sehe dann so aus mit der Reihe an Podcast-Folgen, die ihr zum Beispiel für euer eigenes kleines Projekt fertigstellt. Bitte entscheidet in euren Gruppen, das wäre der Auftrag, ob wir einen Seminar-Podcast anfertigen. Das wäre ganz einfach. Ich zeige euch hier das am Beispiel des Decamerone, dass wir dann eure einzelnen Folgen neben den PDFs, wenn ihr ein Audio-File präsentiert, Moment, Decamerone, dass ihr dann hier in dieser Sequenz namentlich genannt werdet, dass diese Sequenz von euch ist. Und als Autorinnen und Autoren des ganzen Podcasts würden wir angeben, Studierende und Mitarbeiterinnen der Fakultät SLK an der TU Dresden, an der TU Dresden. Und damit wären wir gemeinsam Copyright-Träger eurer Podcasts. Die zweite Variante, die ich euch ganz gern zeigen will, da lohnt sich sowieso noch ein Blick darauf, und ihr könnt gern die Sitzung benutzen, um hier zu arbeiten. Das ist Encore FM. Encore FM ist ein wenig eingängiger, und hier wäre es so, dass ihr ebenfalls einfach eine neue Episoden ergänzen könnt. Wenn ihr schon Episoden aufgenommen habt, dann ladet sie tatsächlich hier in bei Encore FM in euren Podcasts rein. Könnt es noch ganz noch bearbeiten, könnt direkt aufnehmen und hättet dann euren Podcast hier an dieser Stelle mit eurer eingebetteten Episode. Das wäre die zweite Variante. Probiert da ein wenig aus. Ihr könnt faktisch nichts falsch machen an dem Ganzen. Es erklärt sich eigentlich von selbst. Jetzt auch noch ein dritter Schritt, den ich euch zeigen möchte, der für uns im Seminar relevant werden könnte, nämlich dann, wenn ihr eure eigene Podcast starten wollt und nicht eure jeweiligen Folgen innerhalb eines Podcasts versenken möchtet, dann hätten wir die Option, und die hat
ist hier auf unserem Blog Linkdrafts vorgestellt worden. Nämlich, ihr könntet sogenannte kuratierte Listen anlegen. Und diese kuratierten Listen, das ist ein Beitrag von Herbert Hertram gewesen, ein Gastbeitrag auf unserem Blog. Und mit diesen kuratierten Podcast-Listen kann man faktisch einen Meta-Podcast einrichten. Und ich zeige euch gern, mit welchem Tool er das vorstellt. Die Links zu diesen Beiträgen stelle ich in die Gruppe, sodass ihr euch das alles in Ruhe anschauen könnt. Also, das, was er empfiehlt, ist Listen Notes. Listen Notes ist eben eine Plattform, um solche kuratierten Listen anzulegen. Ihr seht schon, ich habe hier meinen Account angelegt. Ihr könnt euch mit Facebook, Google, Instagram, glaube ich, noch und einfach via E-Mail anmelden. Und interessanterweise ist es so, dass ihr mit diesem Account, aber das zeige ich euch mal jetzt, mit diesem Account hier einfach suchen könntet nach, ich suche jetzt mal nach Decamerone. Ja, und ihr seht schon, hier wird automatisch der Podcast, den wir eingesprochen haben, aufgenommen. Aus der Suche heraus. Und ich finde, der gerechte Streich, den hat Michael Zwitek eingelesen, sehr angenehm, und deswegen lade ich ihn und zwar in eine neue Playlist, und diese Playlist heißt Corona Sommersemester 2000. Aber wir nennen es Corona-Semester. Und das Ganze will ich öffentlich stellen, Corona-Semester. Und jetzt würde ich diese Playlist anlegen. Und ihr seht schon, jetzt haben wir hier eine Playlist und eine einzelne Episode, die wir damit integriert haben. Ich kann das Ganze teilen und hätte dann zum Beispiel diesen Link. Und würde, wenn ich jetzt mal in einen anderen Browser gehe, mir das hier auch an, in einen anderen Tab gehen, können das hier auch anschauen. Und da könnte ich dann diesen Podcast, auch diese Liste abonnieren und weiter bearbeiten. Das wären also diese drei Möglichkeiten: Castbox FM, Anchor FM und dann die kuratierte Liste mit listennotes.com. Ich setze alle Links in die Beschreibung unter das Video auf jeden Fall und aber auch in die Matrix-Gruppe zum Seminar. Testet euch da mal ein wenig aus, probiert das ein oder andere, sprecht euch untereinander ab, ob das für euch eine adäquate Form ist der Präsentation von Audioinhalten. Das Hosten von Videoinhalten zeige ich euch jetzt nicht in diesem separaten kleinen Video, sondern hier würde ich euch bitten, euch selber ranzutasten. Das ist ähnlich selbsterklärend wie das Hosten von Audiofiles in Castbox, Anchor FM und Listen Notes. Erklärt sich eigentlich von selbst, und ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Und wenn ihr Support braucht, vor allen Dingen für die Titelbilder, schreibt mir das bitte in die Hauptgruppe, dann würde ich euch was Schönes bauen. Und Marlene Schindler hat ja meines Wissens auch angeboten, dass sie das Ganze unterstützen kann. Ja, noch einmal, es tut mir sehr leid, dass heute das Seminar aus diesem Grunde, aufgrund der Staatsexamensprüfung nicht stattfinden kann. Aber ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Woche gesund und munter, vor allen Dingen mit den ersten Präsentationen, wiedersehen. Also in diesem Sinne, einen schönen Nachmittag, euer Alexander.